Wie du schon gesagt hast, habe ich ein bisschen Abstand genommen, habe mich ein bisschen zurückgezogen, um einfach für mich persönlich und in Ruhe so die Saison und ja, den Verlauf der Saison bewerten zu können. Und bin dann recht bald zu dem Entschluss gekommen, dass ich ja mit dem Springen in Garmisch auch meine Weltcup-Karriere beende. Fällt mir natürlich nicht leicht, weil es eine lange Zeit war, weil ich schon ja, sehr einfach für den Sport gelebt habe oder auch irgendwo immer noch lebe. Aber speziell jetzt die letzte Saison oder die Motivation auch für die Saison war sehr eng mit dem Ziel verknüpft, Olympia oder Olympische Spiele. Wenn man dann dabei ist, dann will man natürlich auch um eine Medaille mitspringen. Und einfach nach der Tournee, und das habe ich ja dann auch letztendlich schon während der Tournee gesehen, auch nach der Tournee in meiner persönlichen Analyse, dass ich ja, dass es halt einfach nicht gereicht hat, dass ja, da jetzt andere besser sind. So eine Saison kostet viel Energie. Das ist ja nicht so, dass man dann im Winter einfach mal aufschlägt und das alles wunderbar funktioniert, sondern das muss man sich ja Tag für Tag erarbeiten. Und da kann so ein Jahr ganz schön lang werden. Und ich glaube, die Energie würde ich nicht mehr aufbringen. Ich habe ja parallel schon im letzten Jahr Studium an der Trainerakademie in Köln angefangen, mache da das Diplom-Trainerstudium. Und das dauert noch bis, ja, bis Herbst 2015. Also da bin ich beschäftigt. Das wird jetzt nahtlos einfach weitergehen. Ja, wenn es die Garantie gibt, dass man immer mit 40 noch mal so einen Leistungssprung macht, dann müsste ich es mir vielleicht nochmal überlegen. Aber also ich würde es jetzt eigentlich ziemlich sicher ausschließen.